Hallo und herzlich willkommen an das Kollektiv der Skorpione. Denn Skorpion ist jetzt das Zeichen, was dran ist bei der Sternzeichenlegung für den Monat September. Herzlich willkommen auch an alle anderen, die zuschauen. Mein Name ist Claudia, du bist bei Claudias Cosmic Card News. Und wenn du die Sonne, den Mond, den Aszendent, die Venus oder sonstige starke Aspekte im Zeichen Skorpion hast, bist du hier natürlich genau richtig. Und ich habe hier für dich das wunderschöne Botticelli-Deck als Tarot-Deck ausgewählt. Und wir haben hier noch ein paar andere Decks. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, was denn hier alles sich so zeigen mag. Für den Monat September, für die Skorpione, Sonne, Mond, Aszendent und Venus. Ich überlege jetzt gerade, ich zeige dir die Karten jetzt gleich schon mal. Du brauchst nachher nicht mehr tun. Also wir haben hier noch am Start das Golden Art Nouveau Dosendeck, das etwas kleinere als das andere Original sozusagen. Und dann die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen habe ich noch für dich. Und dann haben wir noch das Heilsteine-Deck von der Kaja Lemke. So, ja, Lebensentscheidungen fand ich auch ganz passend, das Deck, weil eben jetzt gerade viel ja doch im Umbruch ist. Und da schauen wir mal, was hier für dich, Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, am Start ist im Monat September 2022. Skorpione, Upsala, Sonne, Mond und so weiter und so fort. Da fangen wir mit der ersten Karte schon mal an. Wir haben hier die Karte der sechs Stäbe. Das ist wundervoll. Die sechs Stäbe ist die Karte des Sieges, des Erfolges, der Anerkennung, der Wertschätzung. Hurra! Jawohl. Also das ist schon mal eine sehr, sehr positive Energie, eine Energie eines Ergebnisses auch, ne? Also der Erfolg, der kommt natürlich erst dann, wenn schon vorher etwas gewesen ist oder etwas gelaufen ist, etwas stattgefunden hat. Schauen wir mal weiter, was hier noch für Energien sich zeigen. Es geht ja schon mal gut los. Monat September, Skorpione, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Monat September 2022 für das Kollektiv. Was ist hier die Energie? Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Skorpionmonat, September 2022. Da haben wir das Ass der Schwerter. Wow. Das Ass der Schwerter ist natürlich das Ass der Klarheit. Chancen und Potenziale, die in uns stecken, sind mit den Assen ausgedrückt. Sie möchten entfaltet werden, entdeckt werden, entfaltet werden. Und das heißt, in dir möchte die Wahrheit, die Klarheit entdeckt werden für das, was du vielleicht als nächstes, was für dich als nächstes ansteht. In Bezug möglicherweise auf den Sieg, auf den Erfolg, den du anstrebst. Auf jeden Fall geht es hier auch um Klarheit, um deine innere Klarheit, weil, wie gesagt, die Asse immer die Chancen sind, die in uns liegen. Die wir natürlich, ja, man kann sagen, als göttliches Potenzial auch in uns tragen. Jetzt hätte ich gerne bitte noch eine Karte für die Skorpione. Sonne, Mond, Aszendent, Venus für den Monat September 2022. Was haben wir noch für eine Energie für dich? Ups, einen Moment. So. Da dreht sie sich. Und zwar, da haben wir die Zwei der Stäbe. Die Zwei der Stäbe, okay, das ist die Karte so ein bisschen der lauen Gefühle. Das ist die Karte des Ich habe keinen Bock, mich zu entscheiden. Entscheidungsunwilligkeit. Also möglicherweise ist es tatsächlich so, dass du die Klarheit erst finden musst, um dich entscheiden zu können in einer bestimmten Angelegenheit. Ich mache mal weiter. Und dass du bis dahin halt eher sagst, ah, nee, Moment mal, bevor ich nicht weiß, was ich hier will, bevor das nicht für mich wirklich klar ist, ziehe ich mich mal erstmal wieder ein bisschen in die Neutralität zurück. Okay, was haben wir noch? Skorpion im September, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, die Energie für den Monat September. Upsala. Ah. Die sieben Kelche, die Karte der Qual der Wahl. Ja, das ist tatsächlich die Karte. Welcher Kelch ist es denn nun? Welchen soll ich denn nun wählen? Also es ist tatsächlich möglicherweise eine, ja, du bist vielleicht überfordert mit den Möglichkeiten, die sich dir bieten. Beziehungsweise du bist so ein bisschen
Ich habe überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll. Was soll ich denn jetzt wählen? Welche? Es gibt ja immer, wir wohnen, wir leben, wir sind das Feld aller Möglichkeiten. Also was wählen wir? Aber wir sind natürlich manchmal auch sehr unsicher und gerade wenn wir die Klarheit nicht haben. Eventuell ist es so, dass du aus der Position des Sieges, des Erfolges, eines erfolgten Erfolges heraus jetzt eine neue Entscheidung treffen musst. Vielleicht hat dir dieser Sieg, diese Anerkennung, diese Wertschätzung oder das, was sehr erfolgreich für dich gelaufen ist, jetzt wirklich dich in eine Position gebracht, wo es darum geht, neue Entscheidungen zu treffen, die dich möglicherweise aber auch erstmal überfordern können. Da ist es durchaus auch sinnvoll natürlich, dass man erstmal, sage ich mal, so ein bisschen Bälle flach hält und für sich die Klarheit im Inneren findet, um auch die Entscheidungen aus dir heraus zu treffen, die sich dann stimmig anfühlen für die richtige Wahl, die da ansteht, wie es weitergehen soll. Und das ist hier wirklich, es betrifft jeden Lebensbereich. Du wirst, ob du in Resonanz gehst oder nicht, es ist ja eine allgemeine Legung, du wirst so wissen, wenn du in Resonanz gehst, um was es sich hier handelt, welchen Themenbereich deines Lebens sich, ja, der hier betroffen ist sozusagen. Vielleicht sind es auch gleich mehrere Bereiche, vielleicht geht es auch wirklich darum, um so Grundsatzentscheidungen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen sag, okay, das Umfeld, was ich jetzt habe, inklusive mein Leben, also meine Wohnung, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Freunde, meine Familie, mein Job, alles, was ich jetzt habe, kann natürlich auch schon mal auf einem Prüfstand und so, alles war ganz gut und schön bisher. Aber ich habe das Gefühl, ich muss was Neues machen, ich muss was anderes machen, ich muss neue Entscheidungen fällen. Erfreulicherweise aus einer Position der Positivität heraus, also weil Anerkennung und Wertschätzung und Erfolg, Entschuldigung, ich bin hier gegen geditscht, ist das natürlich etwas, wo man, sag ich mal, etwas Bestimmtes erreicht hat und dann schauen kann, wie es jetzt weitergeht. Ich hätte gern bitte noch eine Karte. Eine Karte hätte ich bitte gerne noch für die Skorpione, für den Monat September, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Welche Energie ist hier für die Skorpione wichtig? Was zeigt sich hier noch? Da haben wir die vier der Stäbe. Wunderbar. Die vier der Stäbe ist tatsächlich eine Karte. Ja, Leichtigkeit, Freude, Feiern. Ja, kann eine Hochzeit, eine Hochzeit, also definitiv eine Zeit, in der es um Genuss und Freude, um Leichtigkeit geht. Also da ist definitiv auch noch mal ein Hinweis, dass vielleicht hast du gerade irgendetwas erreicht, einen Punkt erreicht, wo du sagst, das möchte ich noch weiter ausbauen. Und gehst jetzt auch darin, vielleicht deine Träume noch mal genau dir anzuschauen, weil diese Karte steht auch für Traumschlösser, für Visionen und für das, was imaginär halt in uns stattfindet. Und da ist es durchaus ganz gut, wenn man sich erstmal nicht unbedingt entscheidet, sondern wenn man erstmal in einer neutralen Position bleibt oder sich auf diese begibt, um ganz in Ruhe die Auswahl treffen zu können, die dich dann wiederum zu deinem Ziel, die vier Stäbe, führt, nämlich zu einem glücklichen Leben. Also wir haben hier ein glückliches Leben und wir haben hier ein glückliches Leben. Und dazwischen sehe ich jetzt tatsächlich momentan, zumindest jetzt noch, es sieht einfach sehr gut aus. Also vielleicht das Einzige ist, hier ein bisschen aufpassen, möglicherweise, dass du dich nicht verrennst, dass du dich nicht täuschen lässt, nicht blenden lässt, dass dir irgendwelche Kelche gereicht werden, irgendwelche Angebote gemacht werden, die zwar toll aussehen, die aber dann doch letzten Endes ja eher mehr Täuschung beinhalten, als dass sie dann dir gut tun. Also so nach dem Motto, das Blendwerk. Ja, da versucht jemand, dich zu beeindrucken, dich zu beeinflussen. Das sind alles auch solche Sachen, um ihn für dich zu gewinnen, damit du deine Wahl zugunsten seines Kelches triffst, zum Beispiel. Als unterliegende Energie haben wir den Hierophant. Ja, das ist ganz spannend, weil das ist natürlich Spiritualität pur. Der Hierophant mit der Nummer 5, die 5, die auch gerne für Veränderungen steht. Das ist der Sinnsucher, das ist wirklich das Prinzip nach innen gerichtet, aber auch natürlich, der weiß auch genau, ja, ist in seiner Kraft. Hier früher mal immer hier der Pope, ne, der Papst, genau. So, aber auf jeden Fall ist es so, dass hier, da geht es auch um die Sinnsuche.
Und möglicherweise, dass du eben den Sinn in dem suchst, was dir hier alles angeboten wird. Definitiv sehr, sehr schön, sehr spirituell und auch, finde ich, durchaus sehr fundiert. Die zwei der Stäbe ist auf der anderen Seite eine Karte von auch, ich will mich nicht entscheiden, ich habe da gerade überhaupt keine Lust zu. Aber möglicherweise ist das die Aufforderung, diese Karte liegt hier jetzt sehr zentral, ist ja genau die Mitte. Und da ist so ein bisschen wie die Basis. Also es geht entweder darum, dich auf eine Position der Neutralität zu begeben oder aus deiner Unwilligkeit heraus dich zu entscheiden, eben genau das zu tun. In dir tatsächlich das Ass der Schwerter, die Klarheit zu finden, damit du dich entscheiden kannst und damit du aus dieser vielleicht auch leicht lethargischen Situation oder ausbremsenden Energie herauskommst, um im Feld der Möglichkeiten neue Wahlen zu treffen, um dann natürlich auch letzten Endes zu einem schönen Ergebnis zu kommen. Ja, und als Unterstützer ist das, schau auf deine innere Stimme, schau, was da so in dir unterwegs ist, dann haben wir, oh spannend, der Turm liegt da drunter. Ich hatte gerade noch den Impuls, dann mal drunter zu gucken. Und das ist natürlich der Umsturz, das aber wirklich das radikale Ende von etwas, das radikale Zusammenbrechen alter Strukturen. Das ist das Ding von, möglicherweise hat dir irgendein Ereignis den Boden unter den Füßen quasi weggezogen. Und du bist dabei sozusagen mächtig ins Grübeln gekommen, wo ist hier der Sinn, wie geht das weiter, in dich reinspüren. Skorpionenergie ist auch tiefgründig natürlich und sehr intensiv. Und da kann natürlich so etwas schon mal, wenn einem irgendwas serviert wird, sozusagen von außen, irgendwelche Situationen, die können dann schon mal echt, echt umhauen. So, und der Turm ist natürlich wirklich der totale Zusammenbruch. Tatsächlich. Also möglicherweise das Ende der Hoffnung, das Ende von aussichtsreichen Verbindungen, Beziehungen, Jobs, was auch immer, Plänen. Und möglicherweise daraus erst einmal herausfinden, okay, was macht das überhaupt für einen Sinn? Wie geht das jetzt weiter? Rückzug nach innen, wirklich Innenschau halten. Was ich dann wiederum sehr spannend finde, ist, dass du aber dann doch als Sieger sozusagen da hervorgehst. Also Kraft und Stärke, auch wenn dich das umgeboxt hast, sieht es für mich nicht so aus, dass du am Boden zerstört liegst, weil Sieg, Anerkennung, Erfolg ist halt, das ist halt diese Energie dieser Karte. Ja? Und das heißt, es kann natürlich sein, dass man erstmal am Boden war und erstmal wirklich da sich sortieren musste, aber letzten Endes sozusagen so ein bisschen was wie, so ist ja auch das Bild hier, so wie Phönix aus der Asche heraus sich neu gestaltet im September, sich neu erfindet, sich neu findet, neue Entscheidungen trifft, mit mehr Klarheit wirklich schaut, wie geht's jetzt weiter und so weiter. Also das finde ich schon doch eine ganz schöne Nummer so gesehen. Jetzt möchte ich gerne noch mal weiterschauen, was denn hier für dich im Unbewussten liegt, was aber dennoch wirkt. Was liegt im Verborgenen, wirkt aber dennoch. Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Da flitzt einer raus, fliegt besser gesagt. Da haben wir die 8 Kelche. Oh, okay. Also da ist definitiv ein Aufbruch, etwas zu Ende. Ein Aufbruch schweren Herzens ist am Wirken, also vielleicht auch noch gerade so das Ding, vielleicht möchtest du es noch nicht so ganz wahrhaben. Vielleicht ist es auch so, ich habe gerade so nochmal den Turm und den Hierophanten da gerade vor Augen. Der Turm, der ja die alten Strukturen anreißt. Und möglicherweise ist es auch so, dass du noch nicht erkannt hast, dass es Zeit ist zu gehen, das alte Terrain zu verlassen. Du fühlst dich vielleicht noch siegessicher. Aber letzten Endes geht es um Entscheidungen, die getroffen werden müssen und die sind schon am Werden. Also das ist eine Aufbruchskarte. Ne? Also die 8 Kelche sagt definitiv Aufbruch schweren Herzens, aber durchaus ein freiwilliger Aufbruch. Also das ist nicht so, dass wir zu irgendetwas gezwungen werden, sondern dass wir uns letzten Endes, auch wenn es uns nicht leicht fällt, aber sagen, okay, wir brechen auf dann in eine neue, unbekannte Zukunft.
Interessant. Also das kann hier schon mal auch um eine Selbsttäuschung gehen, ne? Weil diese Karte sagt nicht nur Täuschung von außen, sondern es kann eben auch um eine Selbsttäuschung gehen. Da ist es ist vielleicht auch ein Moment, ist vielleicht auch ein bisschen Vorsicht geboten. Jetzt gucke ich noch mal weiter. Was ist denn noch etwas, was dir verborgen ist, was aber dennoch wirkt? Und manchmal ist es ja auch gut, wenn man einfach Klarheit hat und weiß, okay, das war nicht so das, wie es sich mir vorgestellt hatte und das fühlt sich auch gerade echt übelst an, aber dennoch ist es so, okay, dann blicke ich halt dem Ganzen mal ins Auge, quasi Klarheit und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann XY. Na, so, jetzt gucken wir weiter. Vielleicht hast du auch immer noch einen Sieg und an einen Erfolg geglaubt und wirst dann halt relativ stark ernüchtert, weil es sich doch jetzt anders darstellt, als ja, du vielleicht vorher gedacht, gehofft hattest, erwartet hattest, nicht wahrhaben wolltest, dass es anders ist. Das sind alles so diese Dinge. Ja, weil das Trügerische ist halt auch bei den sieben Kelchen mit dabei. So, okay, ich hätte gerne noch eine Karte für die Skorpione, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was ist im Verborgenen, wirkt aber dennoch im September 2022? Was wirkt dennoch? Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Skorpione im September 2022. Da haben wir den Magier. Ja, wunderbar. Also es wird magisch. Ist doch schön. Also, was auch wirkt, ist natürlich deine Fähigkeit zur Manifestation. Also das geht darum, dass du deinen Fokus vielleicht neu setzt. Also du gehst aus einer alten Situation heraus. Das finde ich gerade sehr schön als Kombi. Du gehst aus einer alten Situation raus. Es tut dir ein bisschen weh. Es ist nicht so schön. Vielleicht tut es dir auch sogar ein bisschen mehr weh und ja, du bist ein bisschen im Jammertal. Ist alles möglich. Aber du gehst und du brichst auf und du setzt deinen Fokus neu. Ja, du richtest dich neu aus, du sammelst deine Ressourcen zusammen, fokussierst dich auf das, was du in Zukunft möchtest und dann manifestierst du dir das auch. Also das neue Zielsetzung, ja, nicht nur Zielsetzung, sondern dann auch Umsetzung. In Kombination hier auch mit dem Sieg. Kann man in dieser Variante natürlich auch die Deutung haben, okay, darum geht es. Es geht letztendlich um den Sieg nach der Manifestation. Also, dass du das im Außen dann auch sichtbar bekommst, was du hier fokussiert hast. Also, es geht auf jeden Fall um Aufbruch, es geht um Fokus, es geht um Klarheit und es geht um Entschiedenheit. Eine Wahl zu treffen auf jeden Fall, um zu einem positiven Ergebnis zu kommen, so oder so. Ob nun so oder da oder beides. Also das auf jeden Fall ist so das sozusagen der Tenor. Was habe ich hier am unteren Kartenrand liegen? Hier habe ich, oh wow, ja, ein Kreislauf hat sich geschlossen. Also etwas endet hier. Etwas Altes ist vorbei, etwas Neues darf beginnen. Die neue Welt, in die du eintrittst mit deinen magischen Fähigkeiten, wird sich dir offenbaren. Aber definitiv hat sich hier ein Kreislauf in irgendeinem bestimmten Bereich, in einem Thema geschlossen. Vielleicht tatsächlich geht es für dich um den Abbruch, einen kompletten Abbruch von allem Möglichen aus deinem bisherigen Leben. Auf jeden Fall hat sich ein Kreislauf vollendet. Das ist sehr schön. Okay, jetzt möchte ich mit dem Dosendeck, ich liebe das ja, ne, auch noch hier dazu eine Ergänzung haben zu den acht Kelchen und dem Magier für Skorpione September. Was wirkt hier im Verborgenen? Warte mal, ich lege das mal ein bisschen weiter rüber. Was ist nicht sicher, was ist nicht sichtbar, aber wirkt dennoch für Skorpion im September? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was ist hier für dich am Wirken? Was ist verborgen, wirkt aber dennoch für dich? Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Skorpion im September 2022. Was wirkt hier dennoch? Da kommt es herausgeflogen.
da haben wir den König der Kelche. Ja, das ist wunderbar. Das ist wunderbar, weil der König der Kelche ist Königsenergie, das ist eine starke Energie, eine kraftvolle Energie. Das männliche Element der Kelche, das bedeutet also der Gefühle. Der Kelchkönig sagt, was er möchte. Der Kelchkönig drückt sich auch aus, was seine Emotionen betrifft. Der ist sich seiner Emotionen auch sicher, beachtet sie und ist auch ein intuitiver König. Also eine männliche, nach außen gerichtete Energie, die nicht zwingend mit einem Mann zu tun haben muss. Das kann ja auch als Frau deine Energie sein, wenn du als Frau zuschaust. Auf jeden Fall ist das ein König, der aufgrund seiner in sich stimmigen Gefühle handelt. Der richtet sich nach seinen Gefühlen aus, nach seinem Herz aus, nach seiner Intuition aus. Und das ist für ihn maßgeblich. So regiert er seine Untertanen, sein Universum, das er schöpft aus seinem reichen Gefühlsleben heraus. Mir ist vorhin auch noch oder gerade beim Mischen auch noch eingefallen, ich hatte ja hier den Hierophanten und der Sinnsucher und so weiter. Und wenn der Hierophant am Werke ist, also sprich, das ist ja auch eine spirituelle, nach innen gerichtete Energie, innen wie außen, ne, ist halt auch das Besinnen von dem Hierophanten auf die inneren, dir innewohnenden magischen Fähigkeiten. Also sprich, du kreierst und du gestaltest deine Welt und das geht nur übers Innen. Und hier ist auch nochmal der Hinweis auf diese Königsenergie. Also du bist dir deiner Gefühle bewusst, vielleicht noch nicht, weil es jetzt noch im Unbewussten liegt und wirkt, aber du wirst auf jeden Fall in deine Kraft kommen und dein Gefühlsreichtum, deine Gefühlstiefe, deine Stärke ist deine Gefühlstiefe und die kannst du für dich ganz wunderbar nutzen. Und ja, in die Entscheidung, der entscheidet natürlich auch der König der Kelche und er horcht, aber er hört auf sein Gefühl. Er weiß, dass seine innere Stimme ihm den Weg wirklich zeigt. Der Hierophant war dann auch nochmal ein Hinweis drauf. Okay. Dann haben wir, bum, 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 ja, ich habe hier auch als unterliegende Energie die vier Münzen, das ist die Karte, der natürlich auch Ordnung, und das ist noch eine vier darunter, haha, vier Kelche, vier Münzen, spannend. Also die vier sagt ja immer, es geht um Ordnung, hier haben wir nochmal vier. Es geht um Ordnung, es geht um Struktur, es geht um Behalten, um Sichern, um Absichern und also es geht definitiv darum, jetzt auch für dich eben in deinem Leben vielleicht auch neue Stabilität zu finden. Jetzt möchte ich gerne als nächstes den Tipp der geistigen Welt für dich hier haben. Und was ist der Tipp der geistigen Welt für dich, Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat September? Was ist hier der Tipp der geistigen Welt für dich im Monat September? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was ist hier der Tipp für dich der geistigen Welt im Monat September, Skorpion? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Der Tipp der geistigen Welt. Da haben wir die Mäßigkeit, wunderbar. Da geht es um, schau darauf, dass du ausgewogen bist in Harmonie und Balance. Die Mäßigkeit ist auch die Karte der Heilung. Sie füllt hier die Gefäße um. Normal sind das ja zwei Kelche, wo wirklich der Ausgleich geschaffen wird. Also es geht wirklich um innere Balance, innere Harmonie, innerer Frieden. Also falls du jetzt in einer Situation, vielleicht in der Situation, die du verlassen musst, sollst, wo es jetzt ansteht, vielleicht, dass du da noch wirklich in den Frieden kommst, dass Heilung geschehen kann, weil wenn der Ausgleich da ist, ist es auch neutral und dann kannst du auch entsprechend weitergehen. Also sich nicht mehr festklammern. Wir hatten hier unten die vier Münzen, die stehen ja auch fürs Klammern. Und vielleicht klammerst du dich momentan auch noch an die alte Situation, möchtest da ungern loslassen. Deswegen fällt es dir auch so schwer, von diesem Thema zu lassen, sozusagen zu neuen Ufern aufzubrechen oder in eine unbekannte Zukunft, weil du eben nicht weißt, was dich erwartet. Aber es geht eben darum, komm damit in Harmonie, komm damit in die Balance. Weil dann hast du wirklich die Hände frei, um für dich das zu manifestieren, was du wirklich möchtest. Werde dir klar darüber, was du möchtest. Und dann geh dafür. Okay, wir haben am unteren Kartenrand die Gerechtigkeit. Spannend ist das hier ja auch,
die Waagschale wieder steht oder vorhanden ist. Und das bedeutet Ursache und Wirkung. Achte drauf, welche Ursache du setzt. Achte drauf, welche Samen du säst, weil die gehen auf. Das, was du säst, das erntest du. Und ich weiß natürlich auch, dass Skorpione manchmal nicht so ganz, wenn sie nicht loslassen können und sauer sind und dann packen sie ihren Stachel aus, möglicherweise, dann kommen so diese Rachenummern. Dann wünschst du dem anderen vielleicht die Pest an Hals oder wem auch immer, ob es dein Chef ist oder ob dein Ex-Partner oder noch Partner oder was auch immer oder wer auch immer oder welcher Situation auch immer. Also es geht darum, dass das letztendlich aber auch auf dich zurückfällt. Also alles, was ich sähe, alles, was ich rausgebe, aus mir aussende, bekomme ich definitiv zurück. Und je gemeiner das ist, umso gemeiner werde ich auch nachher die Ergebnisse für mich verbuchen dürfen. Also schön drauf achten, ne? Harmonie, Balance, innere Ausgeglichenheit, lass den alten Scheiß los, der dir nicht mehr dienlich ist, und wenn es dann Zeit ist, ja, dann halt, wie war das, hinfallen, Krönchen richten, wieder aufstehen oder aufstehen und wieder Krönchen richten und weitergehen. Also definitiv ist das die dir zuträgliche Energie, dir dienliche Energie. Alles andere behindert dich in deinem Vorankommen. Also Ursache und Wirkung bedenken, göttliches Gesetz, ganz wichtig. Ja, finde ich spannend, dass diese Karte jetzt hier nochmal so aufgetaucht ist. So, und ja, mir ist dann halt wirklich eingefallen, eben gerade der Stachel des Skorpions. Hups, da war ja noch was. Also, was haben wir noch für euch? Skorpione, was habe ich hier für dich? Der Tipp des Universums für die Skorpione im September 2022. Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was habe ich hier für einen Tipp für dich? Skorpion-Energie. Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Im Monat September. Was habe ich hier für dich noch für eine Botschaft? Was ist der Tipp des Universums? Die möchte. Ha! Da haben wir, wow, das Ass der Stäbe, toll. Das Ass der Stäbe ist wirklich, schau auf das, was in dir, dein Potenzial, was in dir ist. Ass, und da haben wir noch ein Ass. Also es geht um deine inneren Potenziale, um das, was du für dich wirklich in die Welt bringen möchtest, aber nicht nur für dich, sondern auch letztendlich für alle. Weil alles, was wir aus Liebe, aus dem Herzen heraus tun, das auch das kommt auf uns zurück, das ist das eine, aber es ist eben auch etwas, was allen dient, was dem Feld dient, weil du gibst das raus, Schwingung, Energie, das ist ja all das, was permanent um uns herum ist, und wir sind Schwingung, Energie, wir sind ja nichts anderes als Bewusstsein, und zwar jeder von uns. Das heißt also, niemand ist irgendetwas anderes als Bewusstsein. Mag sein, dass es für den einen oder anderen eine schlechte Nachricht ist, wenn es gerade Situationen gibt, wo einem ein anderes Ich aufzeigt, was da in dir selber, in uns selber natürlich noch nicht so stimmig ist. Denn letztendlich ist das Außen immer natürlich nur noch ein Spiegel. Und es geht darum, nach innen zu schauen, ne? Da bin ich wieder beim Hierophanten auch und beim Magier. Was ist das, was du manifestieren möchtest? Was möchtest du in die Welt bringen? Nutze dein dir innenliegendes Potenzial, dein Feuer, deine Leidenschaft. Und das ist das Ass, was sagt, okay, ich habe Klarheit gefunden und ich gehe jetzt raus, ich setze es um. Das ist das Klarheit, das Ass der Umsetzung so gesehen. Ne? Also das ist der Tipp des Universums. Schau dir mal hin, was du vielleicht schon für dich umsetzen kannst. Was ist es, was vielleicht schon in der Pipeline liegt? Was hast du dich vielleicht bisher nicht getraut? Das ist ja auch die Möglichkeit. Oder wo fühltest du dich bisher gehindert und hast jetzt vielleicht sogar durch eben diese Möglichkeit oder durch diese Situation mit den 8 Kelchen, dem Verlassen der alten Situation, vielleicht hast du gerade da jetzt, ist der Weg frei, nämlich für diese Dinge. Und das kommt mir fast so vor, weil wir haben hier ihn, wenn du dir das mal genau anschaust, er schaut hier doch leicht eher nach von, also wenn ich jetzt auf die Karte drauf gucke und du auch, also dann natürlich nach links. Der König der Kelche guckt nach rechts und der Magier guckt auch nach rechts. Also hat das schon ein bisschen was symbolisch gesehen von, ja, ich verlasse dieses Alte und ich blicke nach vorne, ich blicke jetzt hierhin, und dann ist es auch so, die Chancen und Möglichkeiten des Universums, die schaue ich mir hier an, was ist denn hier, okay, ich soll in die Harmonie, in die Balance kommen, okay, ich soll mein Potenzial nutzen, okay, dann sehe ich zu, dass ich ganz große Klarheit darüber habe und ich entscheide mich,
das zu tun, also das zu leben, weil da will ich ja hin, in die, zu den vier Stäben. Und jetzt gucken wir mal weiter, was hat denn hier auch noch als Ergänzung dieses Deck hier für dich, die geistige Welt, was für ein Thema, Tipp meine ich, was für ein Tipp gibt es hier für dich noch aus der geistigen Welt, welchen Tipp, upsala, da haben wir den Buben der Kelche, okay, das ist spannend. Warte mal, ich muss hier mal ein bisschen runter machen. So. Der Bube der Kelche ist natürlich eine Chance, die dann wiederum im Außen liegt. Also Buben sind Chancen, die uns von außen gegeben werden, in Form von entweder eine mitfühlende Geste eines anderen nach Streit, entweder in Form eines Angebots, eines, einer Einladung, eines romantischen, wenn es um Beziehung geht, auch sicherlich hat diese Karte eine romantische Note. Auf jeden Fall ist das ein Hinweis darauf, dass etwas ehrlichen Herzens passiert. Die Absichten sind gut, die da kommen. Es ist auch möglich, dass du im Außen etwas siehst, etwas liest, etwas hörst, mit jemandem ein Gespräch hast und der sagt einen ganz bestimmten Satz und du fühlst einfach, Moment, dieser Satz, der hat es aber in sich, dieser Satz ist für mich maßgeblich, dieser Satz ist etwas, den sollte ich vielleicht nicht vergessen, vielleicht sollte ich dem mal nachgehen, dass daraus aus diesem Satz, der dir von außen gegeben wird, in dir eine Idee entsteht oder beziehungsweise Klarheit kommt. Im Zusammenhang auch mit dem, was aus dir heraus sozusagen geboren werden möchte, mit Hilfe des Magiers, deine Manifestation. Super, super Kombi. Richtig gut. Ich gucke auch hier nochmal, was hier am unteren Kartenrand liegt. Hier haben wir die drei Kelche. Ja, das ist auch wundervoll. Also die drei Kelche und die vier Stäbe, das ist natürlich auch eine richtig schicke Sache, weil da geht es um das Feiern von erreichten Erfolgen. Da geht es wirklich um das schöne Zusammensein mit Menschen, Leichtigkeit, Freude, ne? Also auch im Grunde genommen wieder hier bei den vier Stäben. So, genau, das ist richtig schön. So, was habe ich jetzt noch für dich? Ich habe jetzt, wir sind ja schon mal wieder bei dem Thema Entscheidungen, spannend. Ich habe mir ja noch das Weisheitskartendeck für Lebensentscheidungen ja hiermit hingepackt. Und daraus ziehe ich dir jetzt auch eine Karte. Schauen wir mal, was die geistige Welt für dich, für deine Entscheidungen, die du zu treffen hast, dir noch als Tipp gibt. Welche Botschaft habe ich hier für dich? Welche Botschaft darf ich dir geben? Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat September 2022. Welche Botschaft habe ich hier noch für dich? Welche Botschaft habe ich hier noch für dich? Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, September 2022. Der schöne Schein. Oh, das passt hervorragend zu den sieben Kelchen. Okay, ich schau mal. Das ist die Nummer 16. Vielleicht hast du mit der 16 irgendetwas zu tun oder der erste Sechste. Dann würdest du als Aszendent, Mond oder Venus hier zuschauen. Schauen wir mal. Also die 16, der schöne Schein. Eine tolle Karte, finde ich. Ja, das ist wirklich spannend, weil das ist tatsächlich die Karte im Grunde genommen der sieben Kelche auch mit. Okay, also ich halte die Karte noch mal ein bisschen hoch. Dann kannst du sie noch besser en Detail vielleicht sehen, wenn du möchtest. Also Grundbedeutung. Die Notwendigkeit, unter die Oberfläche zu sehen, das Bedürfnis, eine Maske aufzusetzen oder etwas auszustaffieren, um dessen wahre Natur zu verbergen. Der Versuch, etwas zu sein, das du nicht bist. Die fieberhafte Jagd nach neuen Reizen und Sprunghaftigkeit. Das ist so die Grundbedeutung. Jetzt kommen wir mal zur Botschaft des Orakels. Es ist nur allzu menschlich, das eigene Image durch Glanz und Flitter ein bisschen aufpolieren zu wollen. Auch Statussymbole dienen dazu, dem Selbstbild zu schmeicheln, falls sie nicht aus einer Protesthaltung heraus gänzlich verworfen werden. Ein schnelles Auto, ein großes Haus, ein Titel oder eine Position, die Insignien der Macht oder kostbarer Schmuck, diese Dinge sollen etwas über ihren Besitzer aussagen. Tun sie es tatsächlich? Die Wahrheit ist, dass die Menschen sich diese Symbole zulegen, weil sie sich von ihnen eine persönliche Aufwertung versprechen und glauben, durch sie attraktiver zu werden.
Wenn du diese Karte erhältst, so bist du aufgefordert, hinter die schmucke Fassade zu blicken und dich nicht von der glänzenden Oberfläche täuschen zu lassen. Da sind wir bei den 7 Kelchen, wo es auch möglicherweise um Träumereien geht und Täuschung geht und so weiter. Also Träume sind natürlich überhaupt nichts Schlechtes, aber Täuschung können schon mal unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen. Lerne hinter den Masken die wahren Motive zu sehen. Stell dir vor, der ganze schöne Schein wäre dahin. Würdest du diese Person oder diesen Gegenstand immer noch für begehrenswert halten? Das finde ich übrigens mega spannend, weil gerade wenn es vielleicht um Beziehung geht oder wenn es auch um natürlich auch um Jobs geht und so weiter, das ist dann einfach die Frage, womit habe ich jetzt ein Problem, die Situation zu verlassen? Verliere ich dadurch an Ansehen, an Geld, an Prestige oder sonst irgendwas? Wobei ich glaube, Prestige und Ansehen ist dasselbe, egal. Also du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall ist es so, dass es echt darum geht, zu gucken, was ist die Wahrheit, denn durch den Schein zu durchschauen. Ne? Moment, genau. Würdest du diese Person oder diesen Gegenstand noch immer für begehrenswert halten? Also nicht nur Person und Gegenstand, sondern eben auch komplett irgendwie andere, ja, Jobs zum Beispiel. In den Beziehungen hier. Beziehungsbotschaft. Um anderen zu imponieren, versuchen wir manchmal mehr zu scheinen, als wir sind. Oder wir schmücken eine Geschichte ein wenig aus und führen ein paar dramatische Elemente hinzu, um auf diese Weise mehr damit herzumachen. Die Wirklichkeit bleibt hinter dem schönen Schein verborgen. Ein anderes Mal übersehen wir vielleicht den wahren Wert eines Menschen, weil er nicht das glamouröse Auftreten hat, das wir mit Attraktivität verbinden. Es gilt jetzt, hinter die Maskerade des wahren Wesens eines Menschen zu sehen. Also es gilt jetzt, hinter der Maskerade das wahre Wesen eines Menschen zu sehen. So. Nicht, was er dir geben kann, ist von Bedeutung, sondern wer er in Wirklichkeit ist. Achte auf das innere Leuchten hinter der glänzenden Fassade. Sieh mit dem Herzen, verwirf alles Falsche und Aufgesetzte und gib dem Echten und Authentischen den Vorzug. Und jetzt gibt es die Erfolgsbotschaft, das hat dann mit dem Beruf und der Berufung zu tun. Manchmal erscheint uns eine Gelegenheit so glänzend und verlockend, dass wir ihr nicht widerstehen können, vor allem, wenn andere neben uns bereits auf eine Goldader gestoßen zu sein scheinen. Zur Zeit des amerikanischen Goldrausches strömten unzählige nach Westen, um ihr Glück zu machen und ließen ganze Städte verwaist zurück, als die Goldadern erschöpft waren. Auf ähnliche Weise kannst auch du dich bei der Jagd nach dieser oder jener neuen Verlockung erschöpfen. Deine jetzigen Lebensumstände haben etwas Rastloses und Unstetes an sich. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Schenke denjenigen, die dem falschen Schein folgen, keine Aufmerksamkeit und widerstehe den Einflüsterungen des Neides. Was andere erreicht haben, entspricht vielleicht gar nicht deiner Vorstellung von Erfolg, also vergleiche dich nicht. Was du jetzt wahrnimmst, ist nur die Oberfläche, das glanzvolle Außen. Aber du wirst deine eigene Glanzzeit erleben, wenn du dem treu bleibst, was du eigentlich weißt. Und jetzt kommt noch die Schutzbotschaft. Das ist ja immer die, eigentlich, wenn die Karte andersrum fällt, aber sie enthält auch immer noch wertvolle Hinweise. Hiermit erhältst du einen Wink abzulassen von dem, was dich jetzt beschäftigt. Eine trügerische Lasur verbirgt Fäulnis unter einer glänzenden und glitzernden Oberfläche. Wenn du dich am äußeren Schein orientierst, wirst du dich nur in eine schwierige Situation hineinmanövrieren und es später bereuen. Halte dich also davon fern. Etwas Besseres erwartet dich. Ja, das ist ja auch eine richtig gute Botschaft, definitiv nochmal genau hinzuschauen, in der Ruhe zu bleiben, lieber erstmal in der Neutralität zu bleiben, bis du dir ganz sicher bist und die passende Entscheidung treffen kannst, welchen Kelch du denn wählen möchtest. Großartig. So, jetzt habe ich noch eine Karte für dich und das ist natürlich eine Heilsteinkarte. Und jetzt schauen wir mal. Heilsteinkarte hatte ich dir, glaube ich, auch gezeigt. Genau. Also, jetzt hätte ich gerne noch eine unterstützende Energie der Heilsteine für die Skorpione im Monat September. Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Welcher Heilstein hat hier noch eine Botschaft für dich? Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Skorpion für den Monat September.
Ups, ja. Ist ja lustig. Das ist. Okay, also Waage und Skorpion haben den gleichen. Jaspis rot, also roter Jaspis. Mut zum Handeln und Tatkraft. Du benötigst Unterstützung für ein Unternehmen. Roter Jaspis verleiht dir Stärke, Durchhaltevermögen und Mut zum Handeln. Sehr schön. Also vielleicht hast du jetzt gerade eine Affinität zu diesem Stein und sagst, okay, den besorge ich mir. Vielleicht hast du ihn ja schon in deinem Repertoire. Auf jeden Fall ist es immer ganz gut, natürlich auch eine Unterstützung zu bekommen, auch von den Steinen her. Schöne Energie, finde ich, und kräftigt und stärkt einen. Du hast Manifestation bester Art vor dir und ist vielleicht auch gerade Durchhaltevermögen und Stärke ist gut, gerade wenn wir manchmal in Situationen stecken, hier die acht Kelche, wo wir sagen, oh, wir möchten da eigentlich raus, aber es hilft uns, aber wir fühlen uns dann schwach und da verlässt uns manchmal der Mut und dann ist so ein roter Jaspis ganz gut, um weiter in die Balance zu kommen, in die innere Harmonie zu gelangen, um letztendlich, ne, achte auf dein Gefühl, ganz wichtig, das wirkt ja eh schon. Und und du bist doch als Skorpion definitiv jemand, der den Schein zu durchschauen vermag, oder? Genau, so, und in diesem Sinne schließe ich jetzt die Monatslegung für dich, Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, Liken, Kanal, auch wenn du magst, gerne abonnieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns an einem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute und Namaste.